Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Willkommen zurück zu Let's Play Lagcraft. Was zur Hölle? Okay, egal. Ja. Ja, ich habe vor, noch diesen Turm fertig zu machen. Und dann. Ah, ich habe so einen ekligen Bier im Mund. Oh, scheiße. Das ist praktisch genauso wie der, den ich letztes Mal hatte. Wenn ihr euch noch daran erinnert. Ich habe halt vor, jetzt hier halt, ne, fertig zu bauen. Und dann meinen Horizont zu erweitern. Also, mit anderen Worten, ich möchte Volks- und Reifeisenbanken. Ja. Danach möchte ich hier irgendwie mal ein bisschen weg, weil auf dem Wasser ist irgendwie nicht so toll, ich weiß nicht. Ich will mir irgendwie so ein Haus oder irgendwie so was Tolles in der Höhle oder so bauen. Aber auf Wasser ist halt doof, ne? Weil da ist halt Wasser. Ne? Und Wasser, ein bisschen nervig, kann nervig sein. Ja. Was habe ich denn in der Kiste? Oder habe ich ja viel drin? Das muss ich ja alles transportieren, das ist ja dumm. Obwohl, ich lasse wahrscheinlich vieles einfach da. Hier ist auch nichts mehr drin. Was habe ich denn hier noch? Ja, gut. Sorry. Ja, es ist schon unglaublich. Es kann sein, dass wenn ich das uploaden hier werde, dass ich dann schon 1000 Abonnenten habe. Momentan habe ich nämlich 995. Ist also sehr interessant. So, warum mache ich das jetzt hier mit dem Sand? Da gibt es diesen ganz simplen Grund, den ich euch jetzt nennen werde. Und der heißt... Ich weiß es nicht. Die Sonne geht unter. Nose. I know wanna Sonne geh unter. Ich könnte mir zwar einen Schutzwall bauen, dass hier kein Zombie irgendwie rein oder raus kann. Also auf eine dieser Inseln. Mach ja aber nicht. Ah, ich brauche eine neue Hacke, ne? Ja, habe ich ja auch toll jetzt gemacht, ne? Ja. Und ich habe einen Zombie gehört. Frankenstein ist doof. Oh. Fuck! Ja, Leute, dafür war der Sand gedacht. Nein. Das war dumm. Das war echt dumm. Ja. Oh Gott, was ist denn los heute? Jedenfalls habe ich mehr oder weniger ein neues System. Und zwar mache ich jetzt mehr oder weniger so wie Miro. Und zwar nehme ich was auf und spare es dann mir auf, bis ich fast beim Ende bin im Projekt oder so. Das habe ich schon gemacht bei zwei Projekten jetzt und ich werde noch nicht verraten, welche das sind, aber ich habe sie auf jeden Fall nicht angekündigt, also es gibt keine Möglichkeit, dass ihr wisst, was das ist. Aber das mache ich halt, weil Milch, nein, weil ich ne, hab ja manchmal weniger Lust auf Spiele und manchmal mehr und ist halt doof, ne? So, warum ist hier dieser Stein im Weg? Ich verstehe es nicht. Ist doch dumm. Egal. So, also wie gesagt, das wäre dann so wie, also wie mit Republic Commando, da habe ich ja jetzt auch schon seit einiger Zeit nichts mehr aufgenommen. Und das will ich halt mit diesem neuen System vermeiden. Also jetzt wird es die ersten Tage vielleicht mal keine Videos geben oder nur Minecraft ein paar Mal oder so. Aber wenn ich fast beim Ende bin in einem der Projekte, dann werde ich das hochladen. Wie gesagt, zwei Videos pro Tag. Und ja, dann werde ich praktisch jeden Tag mindestens zwei Videos hochladen. Ich hoffe es. Da habe ich dann auch immer genug Zeit, um was Neues aufzunehmen und so. Und ja, ich finde das System toll. Dumm ist halt, dass ich nicht mehr so gut auf Vorschläge dann eingehen kann und so, aber tja, kann man halt nichts gegen machen. Aber ich mache das auch nur bei so Spielen, wo es auch nicht wirklich Vorschläge gibt, die ich entgegennehmen kann. Zum Beispiel, also
Ja, in Minecraft, da gibt es halt, das ist praktisch, das ist halt ein Open-World-Spiel, da gibt es so viel zu machen und ja, hier gibt's halt, kann es halt 1000 Vorschläge geben. Und in anderen Spielen, in linearen Spielen, kann es halt überhaupt keine Vorschläge geben. Zum Beispiel, weil, ja, ist halt linear, ne? Sehr linear. So, was mache ich denn jetzt? Ach so, ja, ich wollte eine Spitzhacke machen. Ja, das ist halt dumm, wenn man redet, dann vergisst man immer Dinge. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man mit Crouching jetzt nicht durch so Öffnungen kann. Ich finde ein bisschen ironisch gerade. Hier im Spiel ist es dunkel, draußen ist es dunkel gerade. Im Real Life. Es ist unglaublich. Oh mein Gott. Hallo. Bin auch Let's Player. Ja, gut. Nachdem das nun geklärt ist, mache ich mir direkt noch eine Spitzhacke. Ich habe ja genug Eisen. Ja, ja. Bin schon wieder etwas komisch heute. Ich bin ein bisschen blöd, oder? Vielleicht sollte ich die auch machen. Ne? Das wäre eine Idee. Ich bin gerade völlig mit den Gedanken woanders anscheinend. Ich meine, hallo? Ich mache mir eine Hacke. Ich mache die im Crafting-Menü. Und leg dann sie wieder weg. Ist ja sinnvoll, ne? Sehr sinnvoll. Was habe ich denn noch hier? Mein Inventar ist nämlich noch nicht voll. Ja, genau. Schaufeln. Und eine Axt. Gut. Gut, meine Damen und Herren. Damit können wir gut guten. Ja, egal. So. Jetzt kann ich noch mehr Stone abbauen. Soll ich das so machen wie vorhin immer, dass ich das jetzt vorspule oder ganz skippe, weil ich keinen Bock auf Vorspulen habe, weil das nur das Rennen unnötig länger macht. Könnte ich ja machen, ne? Theoretisch. Ja, ist gut. Musste ich jetzt nicht bei Wort melden, Mr. Zombie. Ich verstehe dich auch so. Ich gehe jetzt nicht dahin. Ich habe zwei Eisenpicks, zwei oder eine Eisenwaffe. Und das ist mir ganz einfach mal so riskant. Warum ist hier? Ach nee, das ist ja gar nicht. Ja, gut. Was ist das? Ihr seid doch irgendwie dumm, oder? Wir laufen auch extra rein, ne? Ach, so eine Schande, dass es dafür keine Experience Points gibt. Das wäre episch. Oh mein Gott, it's a Creeper. Wohin läuft denn der? Hab ich nicht bemerkt. Fail. Egal, so. Hier war doch genau. Hier war meine Eisenabbaustelle. Ja, da gehe ich jetzt hin. Ne? Ne, das war nicht meine... Moment, wo war die? Das war die doch, oder? Ja, das hier ist die. Au, oh, das war ja mal wieder ein Konzert. Toll. Hier muss eine Fackel hin. Sonst it is too dark. Okay, ich bin völlig verwirrt gerade. Ich verstehe gar nichts mehr. Wo geht es hier überall lang? Ja, gut. Hier war ich, glaube ich, dran. Ja, dann mache ich hier auch weiter und dann melde ich mich zurück, wenn ich hier ein bisschen was Stein geholt habe. Bessere Idee. Ich mache wieder die Aufnahme an. Und jetzt, meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde. Meine. Ja, gut. Ich gehe zurück zu meinem Turm. Denn... Wieso baue ich da nicht ab? Ich meine, ich kann doch in den Boden damit bauen. Craften, Dingen. Also nicht craften, nein. Ja, hier in den Boden. Da kann ich doch auch Stufen machen, oder nicht? Das geht doch. Das ist möglich. Unglaublich. It is very unglaublich. Vielleicht sollte ich hier eine Plattform machen. Dann müsste ich das lassen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, geht es... Moment, wenn ich da eins runter... Ja, gut. Geht es hier runter. Wow, it is very dark. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. So, jetzt sollte ich wieder was sehen. Oh, sehr hell. Nice. Ja, gut. So, hier baue ich dann runter. Ne, runter ist schön. Ich muss immer daran denken, die Proportionen beizuhalten. Also hier geht jetzt hier drei Schritte lang. Ne? Meine Freunde, genau. Ne? Ja, ja, drei Schritte lang. Drei Schritte lang.
30 Schritte lang. Ach dumm, warum Erde? Ich will doch nichts Erde. Dumm. Wie mache ich das? Ich muss meinen Fallpolster. Oh. Dumm. Gut. So, also da ist jetzt das. Ja, wir haben ein Problem. Ne, ich glaube, ich weiß, was ich da mache. Ist doch einfach. Die Lösung ist sehr einfach. Gut. Auf der Seite ebenfalls. Ich glaube hier, oder? Ne, eins weiter. Oder? Werden wir jetzt gleich sehen. So, auf jeden Fall hier jetzt zu. Da zu. Und ich verbrauche das Stein gerade schon wieder. Egal. Jetzt will ich mal gucken. I only must test it. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe verbockt. Also. Wir kommen gerade 3 von da. Okay, das stimmt schon mal. Hier ist aber noch nicht Ende, sondern erst eins weiter. Ja. Genau, gut. Das, da das nun geklärt ist. Ja, ist gut. Ha, der Sound macht mir keine Angst mehr. Moa. Habe ich gerade Song oder Sound gesagt? Egal. Ich muss mich kratzen. So, ist die Fackel wieder im Weg. Dumm. Vielleicht sollte ich da eine machen. Bam, bam. Muss ich das ganz kompliziert bauen? Geht ja mal gar nicht. So, und jetzt hier, ne? So irgendwie. So. Ich baue es noch nicht zu. Ich gucke erstmal, ob es auch richtig ist. Wer fällt? Sonst. Also, das stimmt. Da lang, zwei, da, hier. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir dazu. Ja, Ingenieursarbeit hier. Unglaublich. Ingenieur. Ich bin ein Ingenieur. Ich hasse Ingenieurs. Einfach nur Karl Gustav Spammer. Nervt langsam. Auf Dauer ist nervig, muss ich wirklich sagen. Das ist ein bisschen doof. Klappt das? Das klappt, gut. Ja, ich will halt hier alles einheitlich haben und so. Wie mache ich das denn jetzt? Das ist jetzt schon eine andere Frage. Dann mache ich einfach hier so. Ja gut, ich möchte es zwar einheitlich haben, aber eigentlich, obwohl, ja, klar. Wieso habe ich das nicht vorher schon gemacht? Hier alles, alles weg. Die Mauer muss weg. ja. Bums, Altor. Altor Schwedor. Wer ist Schwedor? Kenn den Kerl nicht. Ja, gut. So, wer hat mich in Skype angeschrieben? Egal, ich gucke jetzt nicht nach. Also sorry an den, der mich angeschrieben hat. Ich kann gerade nicht nachgucken, denn ich bin am Let's Playen. Uhuhu. Wow. Unglaublich, er ist ein Let's Player. Hallo, bin auch Let's Player. Ich sollte jede Folge so anfangen jetzt. Habe ich natürlich geschickt vergessen. Das war gar nicht der Eingang, Schrägstrich Ausgang, sondern hier. Moment, stimmt dann irgendwas nicht? Ich habe das Gefühl, jetzt stimmt irgendwas nicht. Ah, nee, okay, ist alles richtig. Ja, ja, klar. Gott, das nimmt mir so die Arbeit ab. Das Eisenspitzhäckelchen. Oh, ich liebe Eisen. Spitzhäckelchen. Nein! Falsch platziert. Mist. Dann da.
Wow. Ja, jetzt habe ich ein Problem.